Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zuckerbude. Und herzlich willkommen zu einer neuen An- und Verkaufstour und seit langer Zeit mal wieder zu einer internationalen Folge. Hatten wir lange nicht mehr. Liegt einfach daran, ich bin das erste Mal in diesem Jahr im Urlaub. Und zwar bin ich in Griechenland, genauer zu sein, in Thessaloniki. Was ich euch jetzt schon sagen kann, wir haben hier schönes Wetter und wir wollen mal gucken, was hier an Games geht. Ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht und habe geguckt bei Google, wie ich es immer mache, und ich glaube, das wird hier eine ganz schön schwere Nummer werden, weil so Game-Shops und sowas gibt es hier anscheinend nicht. Ja, mal gucken, ich werde das Beste draus machen, mal gucken, was ich hier so finde und ich nehme euch wie immer Impressionen auf. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der An- und Verkaufstour aus Thessaloniki. Ja, meine lieben Freunde, ich bin zurück aus Thessaloniki in Griechenland. Also, es war das erste Mal, dass ich in Griechenland war. Also, zum ersten Mal überhaupt. Ich war da natürlich eigentlich im Urlaub. Und der erste Urlaub des Jahres für mich, nachdem ich in den letzten Jahren ja oft im Urlaub war, dieses Jahr zum ersten Mal im Urlaub gewesen. Und war auch entspannt, ne? Muss mal sein. Und es ist halt viel zu tun bisher dieses Jahr mit dem Haus und so, wisst ihr. Und deswegen hat sich das so ergeben, ne, dass ich jetzt erst einmal im Urlaub war. Wie gesagt, ich war in Griechenland und zwar in Thessaloniki. Und bevor ich was zu der Gamesjagd sage ich erst ein paar Sätze zu Thessaloniki. Also, wo ich mich direkt dran gewöhnen musste, war der Verkehr. Also, ich weiß nicht, ob es überall in Griechenland so ist, aber
extrem, ne, wie die Autos da fahren, wie die verrückt. Ne, man muss echt aufpassen, dass man nicht totgefahren wird. Ne? Also da ist 40 oder 50, steht auf dem Schild, und die fahren da 100. Ne? Also mitten in der Stadt. Und die verrückten Griechen versuchen trotzdem noch über die Straße zu kommen, ne? Obwohl die da wie bekloppt fahren, die Autos. Also total verrückt. Wenn man auf eine Ampel drückt, da gibt es Ampeln, ja, und die sind manchmal auch ganz komisch gelegen, die Ampel. Ne? Also man muss manchmal zurückgehen, um dann über eine Ampel zu kommen, um zum Beispiel zu einer Sehenswürdigkeit zu kommen. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Wenn man auf so eine Ampel drückt, kann es passieren, dass nach 5 Sekunden die Ampel schon wieder rot ist. Also extrem, Verkehr fand ich extrem. Ne? Aber das ist auch das Einzige, was ich jetzt erstmal zu bemängeln habe da. Ansonsten, wie ich es erwartet habe. Ne? Schönes Wetter, tolles Klima, sehr gutes Essen. Also ich habe, glaube ich, den leckersten Gyros meines Lebens da gegessen. Wirklich richtig, richtig nice. Wir waren auch in der Nähe am Strand. Richtig top. Ne? Also richtig Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Auch Essen und Trinken ein bisschen günstiger als in Deutschland auf jeden Fall. Und ja, das also war super. Ne? Also wie gesagt, außer über den Verkehr habe ich eigentlich gar nichts zu, habe ich gar nichts zu bemängeln. So, dann habe ich natürlich geguckt nach Games. Also ich habe erstmal in ganz Thessaloniki keinen normalen Games-Laden gefunden, der sich auf Games spezialisiert hat. Also noch nicht mal eine Art GameStop oder sowas. Ne? Gar nichts zu finden. Einzige, was halt da war, waren halt so die normalen, sowas wie Mediamarkt und solche Geschichten. Ne? Dann war ich an einem, wollte ich in einen so einen CD, DVD und Schallplatten an und Verkauf rein, weil ich habe, wie gesagt, ich habe das Ganze, ich habe wirklich Google und so komplett durchforstet. Da sollte es nämlich Retro-Spiele geben. Bin dahin, der Laden war geschlossen. Also ich habe auch echt erst gedacht, das wird nichts mit diesem Video, was ihr jetzt gerade seht. Ich habe dann aber doch was gefunden. So, wie gesagt, in den normalen Läden gab es natürlich auch Switch-Spiele, wie bei uns. Die waren aber viel teurer. Also zum Beispiel ein Zelda Zelda Tears of the Kingdom, 75 Euro. Ich sage es mal so ein Mario Party, 65 Euro. Ja, also für die Switch wohlgemerkt. Ne? Und wirklich gerade die Mario und Zelda und Pokémon-Titel viel teurer als bei uns. Ne? Also ich habe gedacht, ja, das wird nichts mit dieser An- und Verkaufstour, habe ich mir schon echt gedacht. Und ja, aber dann war ich am, so fast am letzten Tag, das war der letzte Tag, war ich dann in einer Art Mediamarkt und da habe ich was gefunden. Und zwar ein Switch-Spiel. Und zwar für 20 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, das ist ganz schlecht zu erkennen, 1999. Und zwar, es ist Death Smiles 1 und 2. Ich bin ganz ehrlich, ich habe vorher noch nie was von diesem Spiel gehört. Ich habe nur gedacht, oh, sieht cool aus. Und für 20 Euro, bevor du mit leeren Händen nach Hause fährst, nimm das mal mit, habe ich gedacht. So, dann natürlich nachgeguckt, für was geht das bei eBay. Ich habe tatsächlich einen Schnapper gemacht. Also, das geht für 35, 40 Euro, teilweise sogar manchmal mehr. Bei eBay, wie gesagt. Und es lag wirklich zwischen diesen 65 und 75 Euro Switch-Spielen, lag auf einmal so ein 20 Euro Switch-Spiel. Ansonsten war da nur teure Titel, ne? Also war da nur teure Spiele. Und ja, Glück gehabt. Und Death Smiles, um da kurz was zu sagen, ist ein Shooter, also so ein Shoot'em-up. Im japanischen Style mit irgendwelchen jungen Mädels, aber es ist schon eine Art Shoot'em-up, soweit ich weiß. Und ist sogar auch sehr beliebt, ne? Und dann gab es, glaube ich, für die Xbox 360, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht im Nachhinein, ne? Und ja, habe ich so auch noch nie gesehen. Wie gesagt, ich kannte es nicht, aber für 20 Euro war das tatsächlich ein Schnapper, ne? Und ja, wie gesagt, ist so ein Shooter und ja, ich habe Gameplay mir angeguckt, sah echt cool aus, ne? Und da sind sogar 1 und 2 drauf, also 2 Spiele, ja, richtig nice, ne? Und für ein 20 gerne mitgenommen. Wie gesagt, geht für deutlich mehr, also für das Doppelte ungefähr bei uns. Und ja, ich frage mich auch, warum das so günstig war und die anderen alle so teuer. Ich habe keine Ahnung, ne? Vielleicht wollte das keiner kaufen, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall gab es einmal Death Smiles 1 und 2 für, wie gesagt, für 20 Euro. Das war's aber auch, ne? Mehr ging nicht. Ja, aber ja, immerhin habe ich ein neues Switch-Spiel gefunden.
Und wie gesagt, ich hatte auch einen schönen Urlaub. Ne? Im Urlaub geht es mir auch nicht nur um Games zu jagen, aber ich sag's euch, wie es ist. In jeder anderen Stadt, in der ich bis jetzt war, ne? Und ihr wisst, ich war in vielen Städten, ne? Ich war in Spanien, ich war in Frankreich, ich war in Holland, ich war in Belgien, ich war sogar in Dubai, ne? Portugal, alles Mögliche. Nirgendwo habe ich so schwer gehabt wie in Thessaloniki, Griechenland. Es kann natürlich sein, dass es in anderen griechischen Städten, wie jetzt sagen wir mal Athen oder so, ein bisschen einfacher ist. Aber so schwer wie da, überhaupt was zu finden, habe ich es noch nie gehabt. Sag ich euch, wie es ist. Ja, wie gesagt, ich bin froh, überhaupt ein Game gefunden zu haben. Ja, das war es dann aber auch schon mit der anderen Verkaufstour aus Thessaloniki. Wie gesagt, ich hatte einen schönen Urlaub. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Kommt gut durch. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's. Euer Patrick.